Willkommen zurück bei. Was haben wir jetzt? Tuning einstellen runterladen, jawohl. Willkommen zurück bei Forza Motorsport mit Stifler. Servus, Männers. Wir sind im Offline-Modus, Karrieremodus. Ach, sehe ich das richtig? Ich kann mir die Tuning-Einstellung von den Leuten runterladen. Das ist ja super zu wissen. Das freut mich. Dann machen wir doch Beast Mode. Wow. So, damit haben wir auch jetzt die Straßenserie abgeschlossen. Und wir gehen weiter. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Tagesanbruchserie. Ach, es gibt auch eine Europatour. Das ist ja auch ein Ding. Tagesanbruchserie. Da schauen wir noch mal rein, ne? Der läuft doch. Die Kurse dieser Serie stellen selbstorganisierte Helfer auf echten Herausforderungen dar. Enge Rad-an-Rad-Kurven, blinde Scheitelpunkte, unebene Asphalt und offene Hochgeschwindigkeitsgeraden. Diese Strecken haben wirklich alles zu bieten. Ja, erzähl mir nicht zu viel, Leute. Erzähl mir nicht zu viel. Ich verlange, dass das auch läuft. So, was haben wir denn hier? Ultimate Sport Machines. Na, ich würde mal gerade gucken. Mit dem BMW komme ich nicht ganz so klar. Aber ist natürlich auch eine feine Geschichte. Okay, ich werde den AMG SLK 55 fahren. Den kaufe ich mir jetzt mal eben. Ich hab's ja. Und dann nehme ich die Karre. Hier kann man dann noch Designs von verschiedenen Gamern sich angucken. Da sind recht lustige Sachen bei. Ich meine, die haben es auch echt drauf. Aber ich fahre Standardfarben. Gucken wir mal. Oh, das ist ja nice. Gucken, was es hier so gibt. Es gibt auch Spezialfarben. Oh, ich bin der absolute Violett-Fan. Das geht hier vom Brillant-Violett hinten ins Burgunderrot, würde ich sagen. Mit vorne Flipflop. Ach, traumhaft, aber da ist er. Oh, der Matte gefällt mir gut. Den nehmen wir. Hervorragend. So, ich will euch aber nicht zu lange aufhalten hier. Wir wollen ja zum Rennen. Einen Schluck. Das ist Ihr 2012er Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Hervorragend. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was er kann. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Mount Panorama Circuit statt. Die Strecke besteht hauptsächlich aus öffentlichen Straßen in einer ländlichen Umgebung. Hören Sie auf Ihre Reifen. Dann habe ich das doch richtig gehört, dass er vorhin schmierte. Aber ich glaube doch nicht, dass man mit diesen kurzen Rennen schon. So, Bestenlisten. Was fahren die hier für Strecken? Und wieder der Alpha 33. Bems, Latan. 2 Minuten 8. Ich werde jetzt mal eins machen. Ich werde das Getriebe ein bisschen runtersetzen, sofern ich das hier hinkriege.
Ist denn durch? Okay. Der hat dann die Durchhänger, okay. Ich kann hier irgendwie die einzelnen Gänge nicht runterstellen. Das ist mir gestern schon aufgefallen. Und ich weiß nicht, was das soll. Muss ich mir da vielleicht jetzt irgendeinen Pack holen, damit ich das darf? So, ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen rumgedengelt. Und ich will das mal eben sehen, weil da blicke ich noch nicht ganz so durch. Da hat man ein bisschen zu wenig Einstellungen, finde ich. Einstellungsmöglichkeiten, vor allem kein Prüfstand ordentlich. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert. Vielleicht hängt er mir jetzt gleich zwischen den Gängen, das kann ja alles passieren. Vielleicht hüpfen wir auch am Start vorbei. So, der hat auf jeden Fall schon mal einen anderen Zug hier. Ein bisschen mehr Beschleunigung bei solchen Kurvenrennen hier. Damit ich in den Kurven auch viel, viel mehr Druck setzen kann. Verpisst euch jetzt hier, was soll denn das? Nebeneinanderfahrerei. Ja, jetzt habt ihr es wieder geschafft, Leute. Ist er? Da checkt er mich nochmal wieder. Mann, Mann, Mann. Oh, okay. Ich fühle mich mal ein bisschen hier durch. Oh, eine schöne Karriere. Meine Herren, nur die drücken und drücken und drücken. Aber wie gesagt, ich fahre ja hart am Limit. Wenn man so online fährt, da fliegt man direkt raus. Hau ab jetzt, sonst drehe ich dich, du Affe. Ehrlich. Gibt's doch nicht. Machst dich ja lächerlich. Ach, ist das der Kompressor, wie der sich anhört. Herrlich. Ja, das ist ja interessant. Der schiebt da hinten grundlos. Grundlos schiebt er mich hier wieder weg. Gibt der mir noch wieder einen mit, oder was? Du Alter! Ich weiß gar nicht, was ich zu dir sagen soll, ehrlich, ey. Diese Anschubserei ständig. Also, Mensch, wir sind doch alle. Wir wollen alle morgen glücklich nach Hause hier, ey. Und dann kommt diese Eishockey-Checkerei, was sie hier veranstalten. Ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich nicht. Lass mich doch nicht verarschen hier von dem. So. Ganz sauber getrennt die Situation, ganz sauber geklärt. Ganz, ganz sauber. Das ist aber ein Schmodder auf der Fahrbahn hier. Ich vermute, das war eine Erbsensuppe.
Gitarre gefällt mir, die ist vom Handling traumhaft. Schon einiges leichter als der M5 vorhin. Den wäre ich hier, glaube ich, hätte ich gerade echt Probleme hier in dieser Strecke. Hart am Limit, aber es geht. Da stoppt mir der Atem, weil ich habe mir gerade eine Zigarette angezündet und ich muss ja ein paar Handy-Telefonate führen. Habe also nur eine Hand am Controller gerade. Und mit der Hand werde ich jetzt leider noch ein Schlückchen trinken. So, sieht ja gut aus. Oh. Karre gefällt mir gut. Da könnte man was mit machen. Also Grafik muss ich immer wieder sagen, gefällt mir erst rein. Also das ist schon wirklich... Und wieder die gleiche Kurve, jawohl. Das ist schon wirklich ein Traum, ja. Also das muss ich wirklich sagen. Also das ist... Richtig, richtig nice. Aber soweit. Wie gesagt, erstmal reinkommen. Und wenn ihr Leute auch gerade mit dem Spiel anfangen, sagt mir Bescheid. Da können wir gerne mal ein Rennen fahren. Sofern ihr nicht wollt, dass ich euch für eine feige Sau halte. Ja, was liegt sonst noch an diese Woche? Ja, Star Wars, der Film kommt natürlich raus. Ich bin sehr gespannt. Karten sind schon geordert. Das wird ein Fest. Ansonsten liegt eigentlich nicht viel an. Autorennen fahren, ein bisschen Eishockey und ein paar Videos schneiden. Ich wollte meine Fähigkeiten da ein bisschen steigern. Ich mache das ja auch so, damit man ein bisschen was lernt am Videoschnitt. Das ist ja alles... Der kleine Bonus, den man davon hat, wenn man sowas macht hier bei YouTube, das ist ja alles erstmal ein Hobby. Und wenn man was mehr kann, ist das ja auch nie verkehrt. So, auf jeden Fall bin ich immer wieder der Allercoolste, mit großem Abstand Allercoolste. Oder sagen wir es so, uneinholbar Allercoolste. Das ist wahrscheinlich, das trifft es wahrscheinlich noch genauer. Und das Phänomen daran, wenn ich so gut über mich rede, dann ist da dennoch kein Anzeichen von Arroganz zu spüren, denn ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede. So läuft das. So. Das war's. Habe ich gewonnen. Ja, habe ich gewonnen, ganz easy. Ich bin der Geilste, der Allergeilste, uneinholbar Geilste. So sieht das aus. So läuft der Hase. So. Nächste Fahrerschuhe und dann kriege ich auch schon wieder ein Los. Oh, den McLaren, den hätte ich natürlich gerne. Ja, da wird es ein Toyota, super. Oh, der McLaren sieht schön aus, ne? Ist das nicht der McLaren mit dem letzten Rentner auf der Autobahn komplett? Oh mein Gott, die Karre sah aus. Na gut, so ist das. Affinitätsstufe bei Mercedes werde ich auf jeden Fall ausbauen. Da kann man hinterher richtig schön sparen. So, was hatten die jetzt gefahren da? 2-1? 2-8? Oh, ja, gute 20 Sekunden mal wieder. Ich muss mir das unbedingt mal angucken, wie das ist hier mit dem Tuning.
Und ich würde sagen, wir gehen mal ins nächste Rennen direkt. Ich mache jetzt hier nicht so lange. Long Beach, das nächste. Ihr nächstes Rennen findet in Long Beach statt. Die Strecke bietet anspruchsvolle Kurven und einen Blick auf die Hafenpromenade. Ja, da werde ich mir wohl die Hafenpromenade angucken, gleich im Rennen. Ich habe hier irgendwo noch einen Schnupftabak versteckt. Und ich habe ihn gefunden. Jawohl, eine ganz neue Packung. Ach, das ist herrlich. Eine Löwenprise gibt es heute. Oh, das ist ja schön da, Long Beach. Das ist Long Beach im Kaukasus, das. Ach, herrlich, das schnupft aber. So, ich sag's euch. So, ich gehe mal einfach rein ins Rennen hier. Lass mir die lange Lumpen. Ach, diese Lackierung ist der Traum, dieses Matt. Ach, dieses. Meine Herren.